Hallo meine lieben Luftzeichen, ich begrüße alle Wagen, Zwillinge und Wassermänner für euer Reading aus dem Tarot für die erste Junihälfte. Ja meine Lieben, wenn ihr zum ersten Mal zuschaut, ich habe die Karten alle schon ausgelegt, ich habe eine Meditation über der Legung gemacht und versuche euch nun im Zusammenhang zu erklären, welche Energien euch für diese erste Junihälfte zur Verfügung stehen. Bitte bedenkt bei den allgemeinen Readings immer, dass es natürlich jetzt nicht für jeden, der hier zuschaut, stimmig sein kann. Ja? Ich sage gleich dazu, wenn du meine Legungen kennst, wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst und hast dich bis jetzt in den Luftzeichen-Readings wiedergefunden, die ja oft sehr, sehr speziell waren, dann wirst du dich vermutlich auch in dieser Legung wiederfinden, denn es ist wirklich wie ein roter Faden, der sich hier durchzieht. Wenn du dagegen aber spürst, mit diesen Botschaften gehst du diesmal gar nicht in Resonanz, dann kannst du dir gerne noch das Video für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen anschauen, ja, wenn die aus einer anderen Elementegruppe sind, denn manchmal passt es einfach besser. Wie immer bei den allgemeinen Legungen, spür in dich hinein, ja, schau immer, ob du mit den Botschaften in Resonanz gehst, ja, ob du was fühlst beim Betrachten der Karten und wenn ich dazu was erzähle, ja, ob das bei dir etwas zum Klingen bringt in dir, dann ist die Botschaft für dich auch wichtig, ja. Ja, ich muss sagen, also ich war baff erstaunt, meine lieben Luftzeichen, ja, ihr habt hier gleich drei Könige in eurer Legung vereint und den Herrscher und den Ritter der Stäbe, also es scheint euch nicht an Männern zu mangeln. Wenn du jetzt für eine Frau schaust, dann sieh diese Karten bitte als Königinnen, ja, bei den allgemeinen Readings sind diese Karten nicht geschlechterspezifisch, ja, das musst du dann schauen, wie es für dich passt. Es wollten auch viele Karten fallen, ja, immer dann, wo du hier zwei Karten siehst, wollten diese beiden auch gleichzeitig während des Mischens aus dem Deck springen. Ich versuche euch jetzt mal, so gut es mir gelingt, hier ein oder zwei Szenarien vorzustellen, die mir in den Sinn gekommen sind, als ich über den Karten meine Meditation gemacht habe. Ja. Bei vielen Luftzeichen ging es ja in den letzten Monaten darum, dass sie sich tatsächlich in einer Situation befunden haben oder noch immer befinden, die, ja, die es eigentlich zu verlassen gilt. Ihr habt euch zum Teil lange da schon nicht mehr wohlgefühlt, seid aus Sicherheitsgründen geblieben. Und da spielt ja auch immer dieser Münzkönig eine Rolle, den wir hier auch wieder sehen. Ja? Und ich nehme jetzt hier wahr, mit der Gesamtenergie und auch schon natürlich jetzt, weil ich alle Karten kenne, dass manche von euch es tatsächlich geschafft haben, sich aus dieser Verbindung zu lösen. Denn, schaut mal, in der Hauptenergie fallen zwei Karten, ja, die quasi als Überschrift für diesen gesamten Zeitraum zu sehen sind. Und zwar einmal die 9 Münzen und der Ritter der Stäbe. Die 9 Münzen, das ist die Single-Karte im Tarot, ja. Du siehst hier diese Frau, die vollkommen erfüllt mit sich selbst ist, ja, die ihr Leben genießt, die unabhängig ist, ja, die sich befreit hat aus einer Art abhängigen Situation. Sie hat alle ihre Münzen hier um sich aufgereiht, sie ist selbstständig, ja, und fühlt sich wohl damit. Also, das könnte sein, dass entweder manche sich tatsächlich getrennt haben oder aus einer Wunschbeziehung befreit, indem sie losgelassen haben, ja. Oder wenn es noch nicht der Fall ist, könnte es jetzt in diesem Zeitraum dazu kommen, weil, erkläre ich gleich. Der Ritter der Stäbe dabei ist jetzt eine äußerst leidenschaftliche Karte, die dazu fällt. Ich nehme entweder wahr, ja, und das würde auch sehr gut hier zu dem weiteren Verlauf des Readings passen, dass es tatsächlich jetzt, wo du es geschafft hast, dich vielleicht aus einer Verbindung zu lösen, ja, in der du lange Zeit festgesteckt hast, einen Menschen gibt, der da quasi in dein Leben rauscht, ja, und dich mal wieder spüren lässt, was ist denn Liebe, Leidenschaft, Abenteuer, Lebensfreude, denn der Ritter der Stäbe steht natürlich auch für sexuelle Energie, ja, der kommt also tatsächlich hier feurig angeritten auf seinem wilden Pferd, könnte dein Single-Dasein hier mal etwas aufmischen oder durcheinander bringen.
Wenn es für dich nicht der Fall ist, kann die Karte natürlich aber auch für deine neue Energie stehen. Ja? Denn bei vielen Luftzeichen war es ja so, dass sie wirklich lange Zeit diese Freude, diese Spontanität, diese Leidenschaft in ihrem Leben und auch eben in dieser Beziehung, die sie führten, vermisst haben. Ja? Wisst ihr noch, da kamen oft, wenn ihr die Legungen gesehen habt der letzten Monate, kamen ja oft solche Karten, die euch in diesem Zustand der vier Kelche gezeigt haben. Ja, dieser Missmut, diese Lethargie, dieses, ach, ich möchte so gern mehr erleben. Und diese Energie könnt ihr jetzt sehr deutlich spüren. Ja. Und erstaunlicherweise bei den Feuerzeichen kam an dieser Position genau die gleiche Karte. Ich frage hier immer, aus welcher Energie kommt ihr in den letzten Maitagen, aus den letzten Maitagen. Und da fällt die große Arcana-Karte, das Gericht, ja, das explizit für eine Entscheidung steht, die eine leidvolle Phase beendet. Und diese Karte haben wir in euren Legungen ja öfter mal gesehen in den letzten Monaten. Und es kann jetzt entweder, das würde gut dazu passend sein, dass du dich jetzt Ende Mai tatsächlich dazu entschlossen hast, eine Situation zu verlassen, oder dass du auf jeden Fall mit dem Gedanken spielst und dir schon vorstellst, wie könnte sich dein Leben entwickeln, wenn du diesen Absprung schaffst. Ja? Hier der Auferstehungsengel steht einfach dafür, dass man sagt, ich möchte mich aus einer Phase meines Lebens befreien, ich möchte dieser Phase ein Ende setzen, die mich nicht mehr erfüllt, die mich nicht glücklich macht, in der ich keine Lebensfreude verspüre oder in der ich sogar auch immer wieder verletzt werde oder Schmerz verspüre. Ja, also würde gut passen. So, und jetzt kommen wir hier zu unserem Münzkönig. Der Münzkönig, das ist ja ein Dauergast in euren Legungen, ja? Und er fällt diesmal mit dem Eremit, ja? Der Eremit steht für das Sternzeichen Jungfrau, vielleicht handelt es sich um eine Jungfrau in deinem Leben. Der Münzkönig war in den letzten Legungen ja immer der, von dem ihr euch eigentlich lösen wolltet, weil an seiner Seite eben diese Leidenschaft, dieses Abenteuer, diese Lebensfreude nicht mehr möglich war. Oder wenn es sich um eine Wunschpartnerschaft gehandelt hat, du einfach gespürt hast, dass du immer diejenige warst, die hier gegeben hat, aber von ihm oder ihr, wenn du für eine Frau schaust, kam hier nicht viel zurück. Und jetzt fällt er hier in der Energie zusammen mit dem Eremiten, wenn ich frage, wie entwickelt sich das jetzt hier weiter, vielleicht so um die erste Juniwoche rum. Und die beiden Karten zeigen mir schon, dass hier anscheinend eine Trennung entweder gerade stattgefunden hat oder zumindest sich hier der König der Münzen gehörig in den Rückzug begeben hat. Ja? Wenn der Eremit hier zum Münzkönig fällt, bedeutet es, dass er sich noch mehr zurückzieht. Die Erdzeichen sind ja sowieso immer oftmals so sehr zurückgezogen. Nicht so diejenigen, die mit ihren Gefühlen so ja, einfach herausplatzen, ja, die so die großen Romantiker sind, die sehr große Liebesbekundungen machen, ja, sondern es sind ja eher so die etwas verstandesgeleiteten Menschen, die zwar die Familie gut versorgen, die sich sehr auf ihre materielle Basis des Lebens konzentrieren. Aber es könnte tatsächlich sein, dass aufgrund der ganzen Konstellation, dass diese Verbindung einfach nicht fruchtbar, nicht mehr glücklich und erfüllt ist, er oder sie sich jetzt hier extrem zurückzieht. Was vielleicht ja auch diese Entscheidung dann, getrennte Wege zu gehen, begünstigen könnte. Ja? Weil vielleicht beide einsehen, in dieser Verbindung ist kein Fortschritt mehr möglich. So, und interessant wird es jetzt, ja, meine Lieben. Also ich muss doch sagen, ich bin baff angesichts des Ass der Kelche, ja, und der zwei Könige hier oben. Denn ich frage an beiden Positionen ja, wie entwickelt sich die Energie für euch in Richtung Mitte des Monats? Und da fällt jetzt mit dem Ass der Kelche
zumal eine der Seelenpartnerkarten des Tarots und zum anderen aber auch im Allgemeinen eine Karte für eine neue Liebe. Ja, das Ass der Kelche ist eine Karte, die eine wundervolle Chance auf einen Neubeginn in der Liebe symbolisiert und eben meistens auch in Verbindung mit einem Seelenpartner, einem Seelengefährten, jemandem, ja, der dir sehr, sehr nahe steht. So, nachdem jetzt hier zu Münzkönig der Eremit gefallen ist, gehe ich nicht davon aus, dass es sich hier um diesen Menschen handelt, sondern, wie gesagt, ich spiegel immer diese beiden Positionen, ich gehe davon aus, dass es sich um einen anderen Menschen handelt. Und es kam ja in den Luftzeichen-Readings schon immer mal, wenn ihr euch erinnert, dieser Seelenpartner, dieser Wunschpartner in die Legung, der meistens als Wasserzeichen gefallen ist. Ja? Aber dazu komme ich gleich noch. Also, wir halten fest, es könnte sich Mitte des Monats aufgrund dieser Tatsache, dass du dich mehr und mehr aus dieser Verbindung oder Wunschverbindung oder was immer es ist, löst, die dir nicht mehr dienlich erscheint, für dich die Chance besteht, in eine neue Beziehung zu gehen oder zumindest mit jemandem eine Beziehung zu vertiefen, der sehr viel für dich empfindet. Und dazu passt auch diese Position. Ich frage dich hier, was kommt eventuell im Außen auf dich zu? Und da wollten auch zwei Karten fallen, und zwar der Herrscher und die vier Stäbe. Die vier Stäbe, ja, das ist diese Hochzeitskarte, ja, die also wirklich für eine erfüllte Beziehung, für Glück, für Lebensfreude, für Grund zum Feiern, möchte ich mal sagen, steht, ja. Und dazu fällt der Herrscher. Jetzt könnte es sich bei dem Herrscher, ja, um einen dieser Könige handeln, der vielleicht auch lange Zeit gebraucht hat oder längere Zeit gebraucht hat, sich tatsächlich für eine Beziehung mit dir zu entscheiden, der jetzt in die Energie des Herrschers gekommen ist und dir tatsächlich hier mit deinem Ass der Kelche dieses Angebot in Anführungszeichen macht, mit ihm in eine stabile, erfüllte und glückliche Verbindung zu kommen. Ja, also das nehme ich hier ganz klar wahr. Ich nehme auch nur dieses eine Szenario wahr für diese Legung. Es wird jetzt natürlich nicht auf so viele zutreffen, ja, aber ihr kennt mich oder wer mich kennt, ja, ich sage ja immer das, was ich empfangen darf, und manchmal stelle ich euch in einem Reading zwei, drei, manchmal sogar vier verschiedene Szenarien vor, aber dieses Reading scheint jetzt tatsächlich nur zu den Menschen kommen zu wollen, die sich jetzt hier wiederfinden. Und was ich hier auch noch wahrgenommen habe zu der Karte, der Herrscher steht ja auch für die Vaterfigur. Falls du ein Kind hast oder Kinder hast, ja, könnte es sich, ich sage es nur, weil ich es wahrgenommen habe und mir aufgeschrieben habe in der Meditation, könnte es sich tatsächlich um den Vater deines Kindes handeln, der hier wieder zurückkommen will zu dir. Also, wie gesagt, es war ein Gedanke in der Meditation und ich habe ihn aufgeschrieben, für wen das jetzt stimmig sein könnte. Der Herrscher symbolisiert auch den Vater. Ja? Worauf hoffst du oder vor was hast du Angst? Hier fallen die acht Stäbe und dann nehme ich ganz klar wahr, du hoffst, dass in deinem Leben jetzt mal was vorangeht, dass dein Leben Fahrt aufnimmt. Und das passt wundervoll hier zum Ritter der Stäbe. Denn in dieser vorherigen Situation, ja, da hatten wir ja oft eben diese Karten von Stagnation, von wenig Lebensfreude, wenig Energie, ja, und du siehst jetzt und spürst auch in dir, ja, diesen Wunsch deiner Seele, dass endlich mal was passiert in deinem Leben, dass sich etwas verändert, dass du wieder erblühst. Mir kommt das so, dieses Bild, ich liebe ja Hortensien und meine Hortensien in meinem kleinen Garten, wenn ich einen Tag nicht gieße, ja, ihr wisst alle, wie dann die Hortensie aussieht, die fällt regelrecht in sich zusammen und man denkt nie mehr wieder, dass diese Hortensie, nachdem man sie gegossen hat, jemals wieder aussieht wie aus dem Blumenladen. Und dann gießt man diese Hortensie und schaut zwei Stunden später raus und die ist prächtig,
farbenfroh, prall erblüht. Und genau dieses Bild hatte ich in der Meditation vor Augen, als ich euch noch in der Situation visualisiert habe, in der ihr wart hier an der Seite des Münzkönigs. Ja, also bitte, ich möchte den Münzkönig keinesfalls schlecht machen, ja. Nur die Energie zwischen euch in dieser Verbindung, und das haben jetzt viele Readings gezeigt, und es muss auch nicht unbedingt ein Erdzeichen sein, sondern es kann ein Mensch in der Energie der Erdzeichen sein, ja. Also eben nicht der feurige, leidenschaftliche, abenteuerlustige Mensch, ja, sondern eben eher dieser etwas introvertiertere, bodenständige, zurückhaltende, viel arbeitende, sehr auf materiellen Vorteil bedachte Mensch, ja. Und ich habe euch da wirklich so ein bisschen wie diese durstleidende Hortensie gesehen. Und jetzt, ja, habt ihr so dieses Gefühl, das hier ist das Gießwasser, ja. Es muss wieder aufblühen, mein Leben. Ich möchte wieder aufblühen. Ich möchte wieder herzhaft lachen. Vielleicht fragen sich manche, wann habt ihr das letzte Mal so lachen müssen, dass euch wirklich die Tränen übers Gesicht gelaufen sind, ja. Wann hat euer Herz mal wieder schneller geschlagen, weil ihr euch für ein Date fertig gemacht habt? Ja, diese Energie nehme ich wahr. Und dazu passt so wunderschön der Ritter der Stäbe und hier die 8 Stäbe. Das ist Feuerenergie, ja. Auch hier die 4 Stäbe. Feuer im wahrsten Sinne des Wortes. Euch fehlt Feuer in eurem Leben. Ihr wünscht euch dieses Feuer, ja. Also das kann ich immer nur wieder so wiedergeben, wie ich es empfange. Und es wäre nämlich auch jetzt sehr, sehr passend zu den beiden Karten hier. Also ich habe ja dann gefragt nochmal, wie sich diese Energie weiterentwickelt. Ich hatte natürlich dann auch ein bisschen das Ass der Kelche im Kopf, ja. Und da sprangen mir diese 2 Könige entgegen. Und da dachte ich mir, jetzt haben wir gleich 3 Männer, ja. Aber nein, ich weiß jetzt, auch schon in der Meditation habe ich es so empfangen, aber jetzt nach dem kompletten Reading, auch nachdem ich es euch jetzt interpretiert habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich um diesen Kelchkönig handelt, der in vielen Legungen für euch schon immer mal aufgetaucht ist. Wenn ihr euch erinnert, da fielen oftmals die Seelenpartnerkarte, den Ritter der Kelche, ja, und da habe ich immer mal gesagt, bei euch spielt ein Wasserzeichen eine Rolle, also Fisch, Krebs oder Skorpion oder ein Mensch in der Energie der Wasserzeichen. Also ein sehr intuitiver, gefühlvoller Mensch, ja, der wirklich seinen gefüllten Kelch reichen möchte. Und dazu passt auch wieder der Herrscher. Es scheint so zu sein, dass dieser Kelchkönig, der vielleicht auch entweder sich in einer noch Beziehung befunden hat oder noch nicht bereit war für dich oder sich zurückgehalten hat, weil du ja noch nicht bereit warst für ihn, ja, jetzt die Energie des Königs der Stäbe annimmt, ja, in dein Leben rauscht mit dieser Leidenschaft des Ritter der Stäbe, ja, und als Herrscher ganz klar in seiner Kraft und Energie dir dieses Angebot macht, Ass der Kelche, 4 Stäbe, mit dir in eine feste Verbindung zu gehen. Wie gesagt, ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dieses Reading zeigt Energien, die euch zur Verfügung stehen in dieser Zeit, ja. Ich frage immer nach den Botschaften, die für die Menschen, die mit meiner Arbeit, mit mir als Person, mit meiner Seite, meinem YouTube-Kanal in Resonanz gehen, welche Energien stehen zur Verfügung. Und da fehlt es. Und es passt ja wie die Faust aufs Auge zu euren zurückliegenden Readings. Ja. Also, meine Lieben, es könnte wirklich sein, dass hier dieser Mensch, der euch schon lange nicht aus dem Kopf geht, vielleicht ein Seelenpartner, ja, das Ass der Kelche würde darauf hindeuten, jetzt in die Kraft kommt, nachdem du dich auch hier mehr und mehr aus deiner Situation befreist oder sogar schon befreit hast, der jetzt diese Feuerenergie annimmt und tatsächlich ins Handeln kommt, was ja dann auch deinen Hoffnungen entsprechen würde, dass etwas vorangeht. Die 8 Stäbe können auch für Nachrichten stehen, die vielleicht hier von ihm kommen. Ja, und dazu passen jetzt sowohl diese beiden Karten noch,
der Rat der geistigen Welt und nachher auch noch unglaublich stimmig die Unterseite des Decks, zeige ich euch gleich. Die geistige Welt bringt auch zwei Karten gleichzeitig, nämlich das Rad des Schicksals und die sechs Schwerter. Und eindeutiger und stimmiger könnten diese Karten nicht fallen. Es gibt dazu eigentlich nur einen Satz zu sagen. Dieser karmische Zyklus deiner Vergangenheit hier in dieser unbefriedigenden Situation, ja, ist zu Ende gegangen. Es ist Zeit, diesen Zyklus wirklich abzuschließen, die Situation ganz zu verlassen, damit du bereit wirst für dieses neue, wundervolle, glückliche und erfüllte Leben, das dir bevorsteht. Und manchmal, meine Lieben, ja, möchte sich das Rad des Schicksals für uns drehen, aber wir verhindern es, indem wir krampfhaft an etwas festhalten. Und wenn ihr die letzten Readings für die Luftzeichen gesehen habt, da war oft dieser Grund für dieses Festhalten, war einfach Angst. Diese Beziehung oder diese Situation, in der du dich befunden hast, hier vielleicht mit diesem Erdzeichen, hat dir Sicherheit gegeben. Ja, materielle Sicherheit, und es fielen oftmals Karten, dass ihr Angst habt, eine Situation zu verlassen, ja, weil ihr befürchtet, diese Sicherheit zu verlieren. Und wenn wir dann aber an solchen unguten Situationen festhalten, hindern wir dieses Rad des Schicksals, das sich für uns drehen möchte, am Drehen. Und Widerstand erzeugt immer Widerstand. Ja? Das heißt, je mehr wir uns dagegen wehren, dieses Rad sich drehen zu lassen, desto schwieriger wird es in unserem Leben. Ja? Desto weniger sind wir im Einklang mit unserem Seelenplan. Und die geistige Welt sagt mit diesen beiden Karten ganz klar, du hast dich dazu entschlossen, innerlich weißt du das schon, dass es für dich Zeit ist, dich hier aus diesen unruhigen Gewässern, ja, die deinen Seelenfrieden immer wieder gestört haben, ja, die dir nicht mehr dienlich waren, die dich, ja, wie die Hortensie vertrocknen haben lassen, dich aufzumachen in dieses ruhige Gewässer, an neue Ufer, wo dich Glück und Erfüllung, Lebensfreude und Leidenschaft erwartet. Also unglaublich stimmig. Ja, unglaublich stimmig. Ja, und hier, bitteschön, an der Unterseite des Decks, der Tod. Wieder eine große Arcana-Karte. Ganz eindeutig hier nochmal als Ausrufezeichen der geistigen Welt. Altes darf gehen, damit Neues entstehen kann. Je krampfhafter wir uns dagegen wehren, Altes, nicht mehr Dienliches aus unserem Leben zu entlassen, desto schwieriger gestaltet sich unser Leben. Hab keine Angst vor dieser Karte. Diese Karte im Tarot zeigt immer an, dass etwas Neues für dich bereitsteht, das deiner seelischen Entwicklung dient, zum einen, und dich mehr erfüllt, glücklicher macht und dich, ich möchte fast sagen, auf eine höhere Stufe deines Lebens, deiner Schwingung, deiner, ja, seelischen Reife befördert, dies aber nur in dein Leben treten kann, wenn du es zulässt, dass sich dieses Rad dreht und du Altes zum Abschluss bringst. Sonst kann das Neue nicht wachsen, sich nicht entwickeln. Dann stecken wir in diesem Widerstand. Gewaltiges Reading, meine Lieben. Gewaltig, muss ich sagen. Ich bin ergriffen von der Energie, weil es, ich mag ja ehrlich gesagt solche Readings, die dann auch so spezielle kleine Gruppen ansprechen, weil ich eben weiß, ja, dass es für einige von euch jetzt fast wie ein persönliches Reading ist, dieses Video anzuhören. Und
ich freue mich immer, wenn die geistige Welt mir solche Botschaften übermittelt, die jetzt für, und wenn es nur 10 Leute sind, die jetzt hier zuschauen, von den 6 oder 7.000, die das Video anschauen werden, ja, die sich hier erkennen und sagen, Mensch, Uli, das war wie ein persönliches Reading, das hat mir so geholfen und so die Augen geöffnet, das ist für mich wirklich der größte Lohn und da bin ich so dankbar für diese Anbindung, dass ich manchmal das Glück haben darf, so spezielle Readings einfach zu veröffentlichen. Und ich möchte einfach diejenigen, für die es jetzt nicht gepasst hat, euch möchte ich danken, dass ihr trotzdem immer wieder einschaltet, um hinzuhören, weil vielleicht ist das nächste Mal genau euer Fall dabei. Ich finde dieses aber viel, ich mache das lieber, als wenn so allgemeine Botschaften kommen, ja, die dann für ganz viele stimmig sind, aber das ist dann auch alles so unspezifisch, ja. Ich frage immer wirklich auch, während ich die Karten mische, bitte um diese Botschaften für Menschen, die diesen Rat jetzt ganz besonders brauchen. Ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir sehr gerne Kommentare unter das Video. Ja, bitte nicht zu viele Nachrichten über Facebook und E-Mail, weil ich manchmal nach den Uploads, ich habe jetzt 8 Videos, bringe ich jetzt online und ich werde dann so erschlagen von den Nachrichten, das ist das. Manchmal bin ich da ganz überfordert, da mache ich den Laptop auf und sehe irgendwie so 85 neue Nachrichten und dann mache ich ihn gleich wieder zu. Also ich freue mich über eure Kommentare, ja, wenn ihr unter das Video kommentiert und ich lese die auch alle, ja, vielleicht nicht alle gleich, dann immer am nächsten Tag, aber ich lese sie auf jeden Fall alle. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mich auch auf Facebook besucht. Ich veröffentliche da ja auch immer mal Beiträge, so Energie-Updates, so spezielle Sachen nochmal. Und ja, ich freue mich einfach, wenn ihr zuschaut, wenn ihr was habt von den Videos, wenn es euch Hilfestellung bietet. Und dann ist das mein größter Lohn, wenn ich euch damit unterstützen kann auf eurem Weg. Ja, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich bin gespannt, was Mitte des Monats für euch passiert. Und ja, sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Uli.